Hallo und herzlich willkommen zurück, meine Lieben. Da bin ich wieder mit einer weiteren Folge Medieval Dynasty. Ja, wie ihr seht, inzwischen sind wir hier im Herbst angekommen. Die Zeit vergeht hier wie im Flug. Und auf den Feldern steht Getreide, was geerntet werden muss. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich eine... Ne, habe ich nicht. Okay, wir haben keine Sense einstecken. Ja, die war ja beim letzten Mal kaputt gegangen, ne? Hier haben wir jetzt den Hafer. Aber ich hatte gerade mit meiner Frau gesprochen. Sie hat gesagt, wir hätten nicht genug Werkzeuge. Der Grabungsschuppen braucht also Spitzhacken. Okay, Spitzhacken. Die Scheune braucht was? Hafer. Haferkorn. Okay, dann müssen wir jetzt den Hafer ernten. Und was fehlt euch hier? Sehe ich gerade gar nicht. Okay, naja. Die Näherei, der fehlt was? Wolle. Gut, wir gucken jetzt also erstmal nach. Die Wolle, da müssen wir mal hier hochgehen. An den Schafstall. Was ist das hier? Ist das auch Hafer? Ne, das Weizen. Okay. Ja, da müssen wir mal an den Schafstall gucken gehen. Denn die Lager sind nämlich voll und deswegen kann das sein. Ja, hier liegt Wolle drin, aber die Welt ist es natürlich auch nicht. Hm. Deswegen kann das nämlich sein, dass die hier nie weiterkommen. Okay, aber wir haben eine Quest im Dorf, da gucken wir erst einmal. Bist du das? Nee, oder? Doch, Roberta, halt! How can I help you? Ja, wie kann ich dir denn helfen? Ich habe meinen Bogen. Natürlich bringe ich dir einen neuen Bogen. Und zwar, du willst bestimmt einen Recurve-Bogen. Bitteschön, Dankeschön. So, ja, also. Ich würde sagen, wir helfen jetzt mal ein kleines bisschen wieder in der Landwirtschaft. Oder wir stellen erstmal Spitzhacken her. Ich denke, das ist erstmal vorrangig wichtig, dass wir ein paar Spitzhacken haben. Das machen wir zuerst und dann muss ich mal gucken, wie das jetzt aussieht mit Eisen. Eisenerz, Eisenbarren. Dann nehmen wir uns mal hier so, ja, diese raus. Und dann machen wir uns gleich mal ein paar Spitzhacken. Die sollen jetzt ein ordentliches Werkzeug kriegen. Das geht so nie. So, wir gucken mal. Eisenwerkzeuge. Spitzhacke haben wir noch nicht. So, und dann machen wir die jetzt. Oh ne, 21 mache ich nicht. Aber 10 oder 12 Stück. So. Okay. Jetzt haben wir auch die Näherei 3. Und das ist doch toll. Eisenaxt, Eisenhammer, Eisenhammer haben wir hier, Eisenspitzhacke. Da packen wir die jetzt alle hier rein. Dann gucken wir noch einmal. Ja, ne, wir haben jetzt in der Produktion die Näherei 3 freigeschalten. Genau. Also es ist nicht mehr weit bis zur Schenke, allerdings sind das immer noch, naja, wir müssen noch viel bauen, sage ich mal. Ne? Ja, nur so viel dazu. Ich wollte gucken. Die Gewinnung hat jetzt alles, was sie braucht. Fischerhütte. Scheune hat auch. Die Näherei braucht, wie gesagt, das Wollgarn. Naja, dann nehmen wir das jetzt erstmal raus. Wenn ich jetzt keine Wolle habe, kann ich auch nichts ändern. So. Die Schmiede. Was braucht die Schmiede? Bronzebarren. Da fehlt Kupfer. Kupferbarren. Na gut, das wird erstmal hergestellt, ne? Kann man ja auch nicht ändern. So, dann nehmen wir das auch erstmal raus. Können wir ja später wieder einstellen. Und die Werkzeuge. Was fehlt hier? Steinpfeile und Holzbolzen. Okay, das könnte man hinkriegen. Beiden Rohstoffen. Was fehlt hier? Weidenkörbe.
Nahrung, was fehlt hier? Ach so. Kein Fischfilet. Dann ist das so. Dann gibt es jetzt eben kein Fischfilet. Da verkauft ihr mir mal das hier noch mit. So. Gut. Also, was wollte ich jetzt hier machen? Das ist. Hier hat man rausgenommen, was fehlte. Ne? Ja. Werkzeuge, also Steinpfeile und Holzbolzen. Weidenkörbe. Steinpfeile, Holzbolzen, Weidenkörbe. Dann habe ich wohl keine Stöcke mehr einstecken, oder wie soll ich das verstehen? Nee. Aha. So, dann machen wir erstmal hier diese Weidenkörbe hier rein, dass die erstmal die wieder verkaufen können. Das hier nehme ich mir raus. Und hier haben wir Münzen, die nehmen wir natürlich gerne mit. So. Stöcke. Natürlich muss ich hier drin bleiben. Meine Güte. Haben wir hier Stöcke. Kalkstein nehmen wir mit. Da können wir noch ein bisschen weiter verputzen. Ach, hier sind genug Stöcke drin. Können wir uns ruhig mal einen ganzen Schwung mitnehmen hier. So. Da können wir auch noch mal ein paar Weidenkörbe machen. Da machen wir noch mal so. Ja. So, dann muss ich mir noch Federn einstecken. Federn. Da. Und dann gehen wir uns jetzt Steinpfeile und Holzbolzen herstellen. Holzwaffen. Holzbolzen. Zähne kriegt man raus. Machen wir mal 5 Stück. Und ich glaube, das ist auch bei den Steinpfeilen ja anders, ne? Holzspeer. Holz, ne, dann brauche ich Steinwaffen. Kriegt man auch Zähne, dann machen wir mal 10 Stück. Und dann machen wir nochmal 5 Holzbolzen, da haben wir das. Dann ist das vielleicht doch besser. So, dann machen wir hier nochmal 5 Stück. So. Also wir machen das heute alles ein bisschen herstellen und so, dass wir endlich zur Schenke kommen. Und ich denke, wir werden auch nochmal ein bisschen bauen. Mal gucken. Aber erstmal müssen wir uns hier darum kümmern, dass die Leute im Marktstand wieder was zu verkaufen haben. Die Axt kommt hier rein. So, dann hatte ich gesagt Holzbolzen. Und Steinpfeile. So. Und da hätten wir uns jetzt darum erstmal wieder gekümmert. So, was habe ich einstecken hier an Essen? Nicht, ne? Nee. Außer Getränke habe ich hier nichts. Muss mal gucken, ob ich was im Lager finde, was ich essen kann. Denn Rasi sollte ja auch was zu essen kriegen, ne? Wie sieht denn das mit dem gebratenen Fischfilet aus? So, nehmen wir uns das mal mit. So. Und das gebratene Fleisch. Okay. Gut. So, ja, helfen wir jetzt in der Landwirtschaft oder wie machen wir das jetzt am besten? Ich würde sagen, wir gehen erstmal noch ein paar Häuser verputzen. Hier unten haben wir doch noch gar nicht fertig gemacht, ne? Hier fehlte doch noch was. Mal gucken. Also die zwei, hier ist es fertig, ne?
Hier sind wir durch. Ja. Oh Gott, hier sind ja noch so viele Häuser zu machen. Hm. So. Wir machen erstmal die Giebel. Tja, und dann würde ich sagen, dass wir halt einfach mal noch in die anderen Dörfer gehen, was verkaufen und vielleicht mal gucken, was wir denn wieder helfen könnten bei den Nachbarn. Das, wie gesagt, das Spiel besteht ja auch nicht nur aus Bauen und so. Man muss auch ein paar Quests machen. Jetzt gucken wir mal, wo welche sind. In Baranica, in Gostovia, Hornica natürlich, Etzerita. Okay. Ja, würde ich sagen, marschieren wir erstmal nach Gostovia. Eigentlich brauchen wir da keinen Bogen. Bis dahin werden wir wohl schadlos hinkommen. Ja. Ich hatte schon mal außerhalb der Aufnahme ein bisschen angefangen, Steine zu sammeln, aber wahrscheinlich ist es noch ein bisschen zu wenig, um hier richtig weitermachen zu können. Wir gucken aber einfach mal, habe ich eine Schaufel eigentlich einstecken? Nee, ich habe überhaupt keine Schaufel einstecken, ne? Naja, dann ist das so. Aber wir können ja hier mal gucken. So, nebenbei werde ich jetzt doch mal noch ein bisschen was einsammeln. Zumindest mal was an Steinen ist hier. Wir gucken hier gleich mal noch mit. Ob wir was in diesem Tonfeld noch finden. Vielleicht finden wir ja auch eine Schaufel hier. Das wäre nicht schlecht. Weil ich jetzt gerade keine einstecken habe, ne? Aber hier sieht es jetzt danach gerade nicht aus. Na gut, dann können wir ja auch noch ein andermal hierher gehen. Das macht ja nicht. So, haben wir hier einen Wagen? Hier liegt ein Wagen. Ja, aber das ist leer. Den hatten wir schon gesehen. Okay. Gut, da liegt nichts. Was sitzt jetzt hier so rum? Nicht. Wo haben wir die Quest? Ja, ich laufe drauf zu. Du bist aber... Nee, nee, du bist es nicht. Aber warte mal, ich kann ja bei dir gleich erstmal was loswerden hier. Komm mal her. Ulrika, zeig mir mal deine Waren. Du kriegst jetzt erstmal die Bierflaschen. Den Birnenwein. Ach, das kannst du aufkriegen hier. Braucht kein Mensch. So, dann. Ach, gebe ich dir den Strohhut. Ne, das Ale behalte ich selber. Den Kirschwein kannst du kriegen. Den Knüppel von mir ist auch noch. Die zwei Metflaschen. Blauwein. Ach, von mir aus, bitte. Stiefel. So, du kriegst jetzt von mir den Trinkschlauch und den Trinkschlauch. Die anderen behalte ich. Die Weinflasche kannst du kriegen. Das Bier behalte ich mir auch. So. Sehr schön. Dankeschön. Ja, du auch. So, jetzt müssen wir gucken, wer hier jetzt die Quest hat. Wo war das jetzt? Also noch ein Stück hier vor. Wer hat die Quest? Aha, Casimira. Bestimmt muss ich dir Stiefel kaufen. Kann das sein? Hallo da. Kann ich dir helfen? Ja, in letzter Zeit treiben sich nachts viele gefährliche Tiere in der Nähe von unserem Dorf herum. Sie wagen sich immer näher heran und das macht vielen Angst. Weiter.
Könntest du uns dabei helfen, zumindest die Anzahl von denen etwas zu reduzieren, werden dafür natürlich auch ein paar Münzen für dich übrig. Natürlich kümmere ich mich darum. Dann gucken wir mal. Nächtliche Jagd natürlich. Alles klar. So. Ja. Wir hatten auch noch in Denica ist auch noch eine Quest. Honica Jicherita. Okay. Wir gucken aber erstmal hier noch nach unten. Ob wir hier auch noch ein paar nette Sachen finden. Außer Steine. Ja, aber wie gesagt, das brauche ich, die Steine. Die müssen wir jetzt mit einsammeln. Das gehört nun mal auch mit dazu. Hier unten haben wir geguckt. Wir könnten noch einen Schluck Wasser trinken. Und dann laufen wir mal weiter. Vielleicht gehe ich gleich von hier hinten rüber nach Hornica. Dann machen wir heute wieder ein bisschen Quests. So. 173 Steine. Ja gut, die Welt ist das natürlich auch nicht, ne? Okay, hier ist niemand. Puh, sehr schön. Ich bin immer froh, wenn ich die nie sehe, aber ja, manchmal stolpert man über die Banditen, ne? So, ich denke, da muss ich auch nicht gucken. Das hatten wir alles schon gesehen, denke ich. So. Dann marschieren wir mal schnell nach Hornica. Obwohl, gibt es hier drüben jetzt mal eine Kiste? Hier stand doch manchmal auch noch was rum. Gucken wir mal hier einfach so querbeet. Ne, sieht aber auch nicht so aus, ne? Ich würde sagen, die stand sonst immer hier. Okay, na dann ist die eben auch nie da. Alles klärchen, Wunderbärchen. Oh, hier ist auch ein Tonfeld. Okay, gibt es hier eine Schaufel vielleicht zufällig? Ja! Und eine Bronzeschaufel. Na gut. Dann nehmen wir uns die jetzt gleich mal. Und da werden wir mal hier ein bisschen graben. Vielleicht finden wir ja wieder was für unsere Frau. Münzen. Naja, Münzen kann man auch nehmen. So, haben wir hier noch mehr Ton? Irgendwo war doch noch, oder? Ja. Ist das alles? Nee, hier ist auch noch was. Gut, gibt es auch nur Ton. Okay. Da drüben ist ein Laubhaufen, den nehmen wir mal mit. Manchmal findet man da ja auch ganz nette Sachen. Ja, 20 Münzen, naja, ist doch was. Da ist doch noch ein Wiesent. Hornica geht es natürlich auch hier lang, natürlich, klar. Dann schleichen wir uns mal hier oben lang. Ich will mich jetzt nicht mit denen anlegen, da habe ich keine Lust drauf. So. Mal so ein bisschen gucken hier, ne? Ah, ich tue euch nicht, von euch will ich nicht. So, jetzt muss ich gucken. Geht's hier hoch nach Hornica? Ich denke schon, ne? Ja.
Wie viel Geld haben wir denn eigentlich? 13. Naja, gut, ich habe jetzt viele Deko-Sachen und so ein Zeugs gekauft, ne? Da ist das Geld natürlich flöten gegangen, wenn man so will. Aber wir könnten ja auch noch, und vielleicht machen wir das sogar in der nächsten Folge, dass wir da mal einen Pferdestall bauen. Dass wir uns dann mal bei Gelegenheit, halt, ich muss wieder auf die Karte gucken. Mal ein Pferdchen besorgen, ne? Bin ich jetzt hier richtig nach vorne? Ja, denke ich. Ne? Huch. Will mich nicht mit euch anlegen. Ist nicht mein Ziel. Ja, das wäre jetzt so vielleicht mal der Plan, ne? Nach Honitzer wollte ich. Gibt's hier vielleicht zufällig auch was zu finden? Kann man ein andermal machen. Ja. Von dir will ich nichts, Schwein. Und hier liegt ein Wägelchen rum. Also findet man doch schon wieder ganz nette Sachen. Nee, alles übersehen, du musst mitnehmen. Und wenn es nur Steine sind, ne? Oder auch Steine. So. Ich hoffe, wir haben es bald geschafft. Ich bin eigentlich hier, also Hornitzer ist für mich immer so ein bisschen ein heißes Pflaster. Was Wölfe und so angeht, ne? Und Wisente, ja. Aufpassen muss man ja auch manchmal. Ja, ihr wisst, stolpert man über gewisse Leute. Aber wir sind jetzt schon in Hornitzer angekommen. Das ist sehr schön. Und da gucken wir mal, wer jetzt noch die Quest hat. Muss doch hier irgendwo sein, ne? Ja, der Jan, ne? Der will bestimmt Eisen haben. Könnte ich mir zumindest mal vorstellen. Jan, wie kann ich dir helfen? Ja, natürlich möchte ich das. Ich hole das Eisen. Habe ich denn das schon zufälligerweise auch einstecken? Nee, habe ich nicht. Okay, dann muss ich erst mal gucken, wie viel er denn will. 3 Eisenerz. Okay, komm her, das kaufe ich mir jetzt einfach bei dir. 11. 3. Danke. Jo, hier hast du dein Eisenerz. Okay. So, da haben wir das. Okay. Ja, und wir hatten jetzt noch eine Quest in Jezerica. Dann machen wir hier gleich weiter. Vielleicht kommen wir dann auch noch gleich in die Gelegenheit, dass wir die Jagd kleiner mitmachen können dann, ne? So, hier habt ihr was. Wenn ihr nicht wisst, wo das ist. Ich bin jetzt hier auf der Karte bei Hornitzer. Und hier den Berg runter geht. Hier oben steht eine Kiste. Die Münzen nehmen wir natürlich gerne mit. Auch den Nachtsichttrank. Und eine Bronzeschaufel. Das hatte ich letztens euch schon zeigen wollen. Da war es aber nicht da.
Halt, ich wollte von hier oben runter gucken, ob hier vielleicht ein Lager ist, weil hier unten könnt ihr nämlich auch sitzen, ne? Aber derzeit sehe ich da nichts. Okay, also könnten wir wohl gefahrlos. Ah! Aber nicht abstürzen, Rasi. Okay, da könnten wir jetzt hier gefahrlos erstmal weiter. Aber ich gucke auch nochmal hier in die Ecke. Aber da ist jetzt nichts. Okay. Ihr Lieben, ich laufe mal nach Jezerica alleine. Falls was passiert, dann schalte ich euch wieder dazu. Okay, also bis gleich. So, ihr Lieben, da bin ich zurück. Ich bin jetzt gleich in Jezerica. Und da haben wir zwei Quests zu erledigen. Und da werden wir mal gucken, wer die denn hat. Die Niluba und da unten ist noch jemand, ne? Wo ist denn hier noch jemand, der die hat? Nö. Wir gucken erstmal hier oben. Niluba, wie kann ich dir helfen? Ich könnte wirklich die Hilfe dafür bezahlen. Ja klar, Münder zu füttern nehme ich mal an, ne? Und zwar willst du haben 2 Bären und 5 mal Fleisch. What can I do for you? Trade is in my nature. Nee, 2. Fleisch habe ich keins einstecken, ne? Nee. Schade, ich war noch nie jagen. Take care. Ja, du auch. Und hier hast du deinen Krams. So. Tybalda ist eine Landwirtin und Diplomatin. Was seid ihr hier für welche? Ihr seid nichts. Okay, hier ist aber noch derjenige, der eine Quest hat. Widomir, wie kann ich dir helfen? Welcome. Den schrecklichen Sturm, der unser Haus zerstört. Ja, natürlich bringe ich dir alles. Was hast du? Was habe ich das schon? Bitteschön, habe ich da alles schon dabei? So, da haben wir das schon erledigt. Materiallager 3, sehr schön. Da wissen wir ja jetzt, was wir als nächstes zu bauen haben. Ja, meine Lieben, wenn ich so auf die Uhr gucke, denke ich mal, die Folge ist schon lang genug. Ich würde sagen, dass das für heute erstmal gewesen ist. Ich werde jetzt alleine zurück nach Hause laufen. Aber ich wünsche euch erstmal einen schönen Tag, einen schönen Abend oder ein schönes Wochenende. Und danke euch natürlich ganz herzlich fürs Zuschauen. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Das würde mich sehr freuen. Also, lasst es euch gut gehen und ja, bis bald. Wir sehen uns. Tschüss.